Das war unten die erste Stufe, ja. Machen Sie denn heute schon die Dübel rein, die Haken? Wir hätten, wenn Sie den Platz, ja, ja, wir haben das vor. Wir haben das vor. Da können Sie sich ruhig um 1 cm verrechnen. Den machen wir 1,72, ne? 1,72 plus die 95 dann als Haken. Das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn es sauerisch ist. Das ist schon wieder Gruppenbild hier mit. Darf halt nicht so weit von der Wand, darf es nicht abstehen. Ne? Jetzt ist wahrscheinlich die Wand, die Sonne wandert, also der Lichteinfall wandert ja nach rechts. Ne? Das ist nämlich ein kleiner Beule in der Wand. Und in der Mitte stößt es auf und dann schießt es ab. Genau. Gut, dass wir jetzt nicht abschreiben. Als erstes. Also für mich war es faszinierend, dem zuzuschauen. Mit ganz hauchfeinen Pinseln hat er gemalt. Jedes Mal mit Neumischung, alle 2-3 Minuten neu gemischt. Selbst Flächen mit einem hauchfeinen Pinsel. Eine Akademie, die unglaublich für mich war und die Geduld, die möchte ich mal haben, die Sie da haben. Okay. So, jetzt hoffentlich hängst du. Wäre auch gut, ich habe ja mal in einer Sitzung des Universitätsfonds eine erste Aufnahme gesehen und war wirklich begeistert. Also ich habe selten ein so tolles Gemälde gesehen, wo Abbild und Original so wunderbar übereinstimmen und vor allen Dingen diese visionäre Kraft, die aus diesem Bild spricht, zeigt eigentlich, der Mann hat noch wahnsinnig viel vor. In diesem Sinne, lieber Herr Engelhardt, denke ich, ist Ihnen ein großartiges Meisterwerk gelungen. Von daher noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihre großartige Leistung. Ja, es freut mich sehr, dass ich dieses Bild hier endlich hängen sehe. Nach über einjähriger Planung und Durchführung. Das war ja sehr langwierig, also die Planung auch. Für mich als Erlanger, ich bin ein Erlanger geboren, war für mich eine besondere Herausforderung. So ein Muster, das Bild kommt hier an diese Stelle, also das ist ja, also da wird ja wirklich höchste Qualität erwartet und ich habe es ja auch eingelöst. Es gibt ganz wenige Maler in Deutschland, die überhaupt so ein Porträt machen können. Wir haben viel Erfahrung dazu entwickelt, solche Bilder zu malen. Und in Deutschland wird es an Kunsthochschulen in der Form auch nicht mehr gelehrt. Deswegen ist es ein Glücksfall für uns, denke ich, dass wir einen solchen Künstler hier in Erlangen überhaupt haben. Weil Professor Krüske noch von der Ausbildung in Holland gesprochen hat, man kann eigentlich mit Fug und Recht von unserem fränkischen Bräugel sprechen. Ja? Das ist gut, aber noch.